Ja, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich versuche in der kommenden Stunde etwas langsamer, als es sonst so meine Art ist, Sie mitzunehmen und zu erklären, was hat die intravenöse Sauerstofftherapie am Rande mit dem Hauptthema der essentiellen Fettsäuren und den daraus zu entwickelnden Pro-Resolving-Mediatoren zu tun. Und bezogen auf das, was wir mittlerweile ja durch ME/CFS und Long-Covid und Post-VAC kennen, mit Autoimmunitätsprozessen und vor allen Dingen auch mit der Mikrodurchblutung zu tun, letztendlich also auch mit der Entstehung der Arterienverkalkung. So starten wir schon mal mit der ersten Folie und daran erkennen Sie jetzt erst einmal, was unsere Mitspieler sind. Unsere Mitspieler sind Enzyme, die in Immunzellen des angeborenen unspezifischen Immunsystems vorkommen. Und das ist die 15-Lipoxygenase 1, das ist die 5-Lipoxygenase und das ist das Zytochrom P450. Und die sind in der Lage, diese Pro-Resolving-Mediatoren zu bilden aus den Ausgangssubstanzen von Eicosapentaensäure, Docohexaensäure und der Arachidonsäure. Und wichtig ist, das sind alles essentielle Fettsäuren. Wir brauchen also auch die Arachidonsäure und dürfen sie nicht verteufeln, sondern wir müssen nur schauen, dass wir sie wirklich auch im Gleichgewicht zum Gegenspieler EPA. Die Immunzellen vermehren sich bei einem Infekt. Und sie vermehren sich auch, wenn wir die intravenöse Sauerstofftherapie nach Dr. Regelsberger einsetzen. Und zwar hauptsächlich natürlich dadurch, dass sich die eosinophilen Granulozyten vermehren, weil unser Sauerstoffbläschen quasi ein Pseudoparasit ist. Also wir sehen dort die gleichen immunologischen Antworten, als wenn wir einen Parasiten hätten. Und wir wissen aus Studien, die sich mit Parasiten und Autoimmunerkrankungen beschäftigen, dass wann immer ein Parasit da ist, eine Autoimmunerkrankung blander verläuft. Und so gibt es Studien mit Spulwürmern und da sieht man, dass eben zum Beispiel die rheumatische Erkrankung darunter weniger entzündlich ist. Und das liegt wohl daran, dass zum einen natürlich Interleukine, Zytokine, Botenstoffe gebildet werden, die das Immunsystem auf den Parasiten lenken und damit von anderen Immun- und Entzündungsprozessen im Körper ablenken. Und das tut dieses Sauerstoffbläschen ebenfalls. Und so sehen wir, wenn wir Zytokin-Messungen im Verlauf machen, vergleichbare Verläufe, wie wenn wir einen Parasiten hätten. Ein Parasit ist aber 24 Stunden am Tag da. Er frisst unsere Mikronährstoffe. Er ist ein Hygieneproblem. Und wir müssen irgendwann Gift essen, um ihn wieder loszuwerden. Das brauchen wir bei dem Sauerstoffbläschen, das wir in die Vene geben, nicht. Sauerstoff ist also ähnlich wie Kohlenmonoxid oder Kohlendioxid frei gewebegängig und ist nach etwa 20 Minuten auch wieder weg. Das heißt, wir können hier niedrig dosiert, kleinen Bläschen und langsamen Einflussgeschwindigkeiten über eine gewisse Zeit und Menge Sauerstoffbläschen in das Blut des Patienten geben und der muss darauf eine Antwort, eine regulative Antwort finden. Und das begründet sich darauf, dass dieses Bläschen sich an der inneren Blutgefäßwand langschubbern muss und da haben wir einen Effekt auf die endotheliale NO-Synthase, als wird dort vermehrt Stickmonoxid produziert. Und Stickmonoxid ist in 99,9% der Fälle etwas Gutes für den Körper. Und nur wenn wir eine Peroxidation haben, dann dreht sich sozusagen das Spiel um und wir haben dann nitrosativen Stress oder peroxidative Prozesse. Und wenn wir aber die NO, endotheliale NO-Synthase aktivieren, haben wir eine Gefäßerweiterung. Und wenn wir die Arachidonkaskade, zu der wir im Verlauf des Vortrags noch genauer kommen, an der inneren Schicht dieser Blutgefäße ebenfalls aktivieren, dann aktivieren wir auch die Bildung von Prostaglandinen und im Nachgang die Bildung von
Pro-Resolving-Mediatoren. Und so haben wir hier zwei Funktionen. Einmal können diese Pro-Resolving-Mediatoren Entzündung zur Ausheilung bringen. Sie modulieren unser Enzymsystem langfristig im Sinne einer TH1-TH2-Balance. Wir vermindern Fibrin-Clots, was nicht heißt, Heparin vermindert das auch, dass wenn wir das nehmen, es keine mehr gibt, aber die Thrombozytenaggregationsfreudigkeit nimmt also deutlich ab. Dann hemmen sie die Atherosklerose-Entwicklung, dazu werden wir noch eine kleine Studie nachher sehen. Sie hemmt NF-kappa-B und hat über NF-kappa-B eine ganze Reihe von positiven Effekten. Wenn man sich dazu noch mal kurz überlegt, was eigentlich NF-kappa-B denn so für Aufgaben hat, dann sehen wir eben, dass es durch TNF-Alpha und Interleukin 1 stimuliert wird. Es kommt hauptsächlich aus den B-Lymphozyten, da kommt auch der Name her. Es aktiviert die Cyclooxygenase 2, die ja dann auch proentzündlich ist und damit letztendlich auch das proentzündliche Prostaglandin E2 bildet, das aber nicht nur proentzündlich ist, wie wir nachher hören werden, sondern auch zu dem Prozess der Ausheilung chronischer Entzündungen dazugehört. Und es ist eigentlich in jeder menschlichen DNA vorhanden und beeinflusst letztendlich auch die Abschrift des Immunsystems, also der Genetik, und führt dann zur Bildung verschiedener Adhäsionsproteine und Zytokine. Und weiterhin kann es eben stimuliert werden über ein Leaky Gut-Syndrom, über Lipopolysaccharide, über Bakterien, über doppelsträngige RNA, virusinfizierte Zellen. Und gehemmt wird es klassischerweise durch Cortisol. Und von Cortisol wissen wir ja, dass das nicht immer nur positiv ist, sondern dass wir darüber auch Nebenwirkungen wie Steroiddiabetes oder erhöhten Bindegewebsabbau bis hin zu Osteoporose haben können, auch Knorpelabbau, sodass das ein gutes Medikament ist, dass wir glücklich sein können, dass wir es haben, aber es eben auch mit Bedacht einsetzen müssen. Und die Pro-Resolving-Mediatoren hemmen die über Lipopolysaccharide induzierten Entzündungen, wie wir also auch gleich noch an Studien sehen werden. Und das Schöne ist, die muss man nicht nur selber bilden, weiterentwickeln, sondern die kann man mittlerweile auch kaufen und ergänzen. Und wir werden am Ende des Vortrags so ein bisschen hören, was es eigentlich mit und ohne intravenöse Sauerstofftherapie, und ich nehme es so ein ganz bisschen vorweg, es geht, was die Pro-Resolving-Mediatoren anbelangt, auch ohne intravenöse Sauerstofftherapie. Wenn wir uns also jetzt hier aber nochmal angucken, was macht die intravenöse Sauerstofftherapie? Sie aktiviert eben diese Arachidonkaskade, die wir gleich noch im Genaueren sehen werden, wodurch Prostaglandine gebildet werden, die etwas zu tun haben mit Gefäßerweiterung, mit der Ausheilung von Entzündungen, mit der verbesserten Schlafqualität, mit der Thrombozytenaggregationshemmung, der Vermehrtbildung von NRF2, was letztendlich auch zu der Aktivierung und Aktivhaltung von antioxidativen Enzymsystemen beiträgt. Wir steigern deutlich die Paraoxonase 1-Aktivität, die wir nachher auch nochmal im Detail besprechen werden. Und es reduziert die M1-Makrophagenaktivität, also fördert die M2-Makrophagenaktivität, die antientzündlich wirkt. Auch das werden wir im Verlauf nochmal sehen. Und es wirkt sich reduzierend auf das Risiko der High-Density-Lipoproteine aus, von denen wir ja seit ein paar Jahren wissen, dass ein besonders hohes HDL nicht unbedingt gut ist. So ist ja ein Wert zwischen 40 und 60 Milligramm pro Deziliter gut, 60 bis 80 schon mit Risiko behaftet und über 80 ein Hochrisiko. Und Werte unter 40 sind eben auch nicht gut, sodass also der sogenannte LDL-HDL-Quotient eigentlich nicht mehr bedeutsam ist. Resolving kommt aus dem Englischen, hat etwas zu tun mit Ausheilung und ist dafür gedacht, dass eine Entzündung sich nicht verchronifiziert. Und es gibt eben antientzündliche Naturstoffe, die man einsetzen kann, Beispiel Curcumin oder auch Boswellia, also Weihrauch zum Beispiel. Wir haben aber natürlich auch die essentiellen Fettsäuren, die dazu beitragen. Und die sind die Grundlage dafür,
dass wir mit Hilfe der Enzyme 15-Lipoxygenase 1 und P450 und auch 5-Lipoxygenase 1 letztendlich 17-HDAA, 14-HDAA oder auch 18-Hepe bilden können oder eben hier letztendlich das Protektin D1, das Resolvin D5, das Marisin R1, Resolvin E1 und E3. Die Vorteile in mittlerweile verfügbaren Produkten liegen darin, dass wenn es Probleme mit Fischölen gibt und Algenölen, die man essen kann, oder Menschen eben überhaupt mit Ölen eigentlich ein Thema haben, mit einer sehr niedrigen Dosis erreichen kann, dass diese präformierten 18-Hepe, 17-HDA und 14-HDA schon vorhanden sind, dass die auch tatsächlich im Blut ankommen und dass daraus eben auch diese Folgeprodukte dann gebaut werden können, wenn denn Bedarf besteht. Das ist bei jedem ganz anders. Und dazu gibt es also eine Eigenbeobachtung in der Praxis. Kriegen Sie nachher auch präsentiert mit dem Labor Libidomics zusammen. Und eine Studie, die am 18. Oktober diesen Jahres veröffentlicht wurde, nicht mit meiner Mithilfe, sondern nur gefunden, und die ich Ihnen am Ende auch noch mal kurz zeigen möchte. So, wichtig ist also, wir brauchen Algen- oder Fischöl. Ich präferiere mittlerweile das Algenöl, weil es einen etwas höheren DHA-Anteil hat. Und DHA natürlich belassen ist dafür da, dass wir eine Gefäßerweiterung bekommen. Und das ist natürlich bei Mikrodurchblutungsstörungen und bei Fibrinklotz ein ganz wesentlicher Punkt, damit also die Fließeigenschaft des Blutes sehr gut ist. Und wir die Virchow'sche Trias, also ich verändere die Fließeigenschaften des Blutes oder die Wandständigkeit, da kommen wir nachher zu den Andockmolekülen. Oder Fließeigenschaft oder Fließgeschwindigkeit, Wandveränderung. Was war denn jetzt die dritte Sache? Fließeigenschaft, ständig Fließ, Zusammensetzung des Blutes und eben die Wandbeständigkeit. Genau, das sind die drei Dinge, die man beeinflussen kann und das sollen wir eben in Gang halten. So, wenn wir uns nochmal anschauen, wie sieht denn so ein Entzündungsprozess grundsätzlich aus, dann haben wir hier den die Zeitachse und wir brauchen sozusagen am Anfang jedes Infektes oder jeder Verletzung eine Entzündung. Das gehört einfach zwingend dazu. Und in dem Prozess wird unser Immunsystem alarmiert und schauen sich die ganze Sache an und bringen dann, wenn alles gut läuft, die Sache zu Ende, und anschließend haben wir eine Ausheilung. Und in diesem Bereich beteiligt sind dann eben eher die proentzündlichen Stoffe, dann kommen unsere Makrophagen, auch erst M1, also proentzündlich und dann am Ende M2 und über das Zeitfenster auch aus diesen Zellen heraus werden dann am Ende unsere Specialized Pro-Resolving Mediatoren gebildet, die da eben die Resolvine aus der E, also EPA-Serie und dann Resolvine aus der D, also Docohexain-Serie zusammen mit den Protektinen und Marisinen gebildet werden. Eine Sondergruppe sind die Lipoxine und dieses Lipoxin A wird aus der Aridonsäure gebaut. Und wenn das alles schön funktioniert, dann haben wir eben sozusagen die Resolution. Und wenn wir diese Ausgangssubstanzen, die alle nicht haben, wozu manche Leute ja möglicherweise diätetisch auch neigen, dann kann sich eine Entzündung verchronifizieren, kann in Fibrosierung oder auch in Vernarbung enden. Schaut man sich hier die Blutbahn an, dann sieht man, wie darin die Immunzellen umherschwimmen. Und so haben wir zum einen die Neutrophilen, die ja die größte Anzahl der Zellen ausmachen, und die Monozyten, die grundsätzlich ja immer nur wenige Tage im Blut sind und sich dann letztendlich im Gewebe in Makrophagen umwandeln. Wenn wir das Lipoxin A in ausreichender Menge haben, können wir hemmen, dass die Auswanderung der neutrophilen Granulozyten und auch der Monozyten in das Gewebe stattfindet, sodass am Ende hier weniger Entzündung ist. Am Anfang müssen wir sie reinlassen, das heißt, das ist natürlich ein Prozess, der auch verzögert stattfindet. Und am Ende, wenn die hier also ihren Job gemacht haben und wenn man dann sieht, dass sie dann auch absterben, also aufgefressen werden müssen, dass dieses
Fressverhalten auch tatsächlich stattfindet und dass wir nicht Zellmüll im Gewebe behalten, was dann als Trigger für eine chronische Entzündung gilt. Und insofern können wir also über diese Lipoxine Entzündung auflösen, können also die neutrophilen Einwanderung begrenzen, können die Makrophagen polarisieren, erzielen die Epherozytose der Makrophagen und ganz am Ende eben auch wieder unsere Gewebshomöostase. Das hier ist jetzt mal ganz, ganz kurz gezeigt, wie unter Überspringen letztendlich der eigentlichen Arachidonkaskade wir zunächst mal sehen, wie sich diese Zwischenprodukte, die man mittlerweile auch schlucken kann, auch aus den Ausgangssubstanzen bilden. So haben wir einmal über das Cytochrom P450, was im Übrigen noch getriggert werden kann, indem man zum Beispiel Cyclooxygenase 2 mit niedrig dosiertem Aspirin kombiniert und dann 18 Hepe hat, woraus über zwei andere Enzyme, 15 LOX oder 5 LOX oder 15 LOX 1, einmal Resorbin E1 oder auch E3 gebildet werden können. Oder wie aus dem 15 Hepe das Lipoxin A5 entsteht. Das Lipoxin A4 wird hier aus der Arachidonsäure gebaut, die also zwischenzeitlich hier erstmal eine Zwischenform einnehmen muss und dann letztendlich weiter über die 5-LOX-1 zu Lipoxin A4 wird. Und wenn wir uns das DHA anschauen, dann sehen wir, dass wir eben hier auch unter den Zunahmen noch von 12 Lipoxygenase 1 und hier 15 eben 17 HDA, 14 HDA haben und hier dann unsere Endprodukte erzielen können. Lipopolysaccharide, wie sie zum Beispiel durch Bakterien bei einer Infektion oder eben auch bei einem Leaky Gut-Syndrom in die Blutbahn kommen und dann letztendlich auch die Toll-like-Rezeptor 4-Rezeptoren in den Fresszellen, Makrophagen, andocken, können zunächst mal NF-kappa-4 aktivieren und bilden dann das sogenannte Pro-Interleukin-1-Beta. Aus dem wird dann über Zwischenprodukte, wie wir sie hier geschrieben haben, am Ende die aktive Form des Interleukin-1-Beta gebildet, was eben proinflammatorisch wirkt. Und das wiederum muss man im Grunde genommen so betrachten, dass ein Molekül so viele Entzündungen erzeugt, dass man im Grunde genommen 100 Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten benötigt, um das zu verhindern. Und wenn man einen höheren Schutz haben möchte, im Grunde genommen deutlich mehr Antagonisten braucht. Und dazu haben wir mit der intravenösen Sauerstofftherapie eine praxisbegleitende Untersuchung gemacht, die wir auch im letzten Jahr publiziert haben, hier unten mit Professor König zusammen. Und da sieht man, dass man aus den anfangs vorhandenen Interleukin-1-Beta-Spiegeln von durchschnittlich 67,85 vor der ersten Behandlung, dann durchschnittlich auf vor der neunten, also nach nur 8 Behandlungen, auf 4,08 hat senken können. Und dass auf der anderen Seite der Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten-Spiegel von Anfang hier die Absolutwerte 1038,37 plus minus 140,51 auf dann 900,3 plus und haben im Durchschnitt senken können. Wenn man dann aber die Molekül-zu-Molekül-Basis nimmt, die also in diesem Fall von Bedeutung ist, um eben, ich brauche 100 Moleküle Rezeptor, Interleukin-Rezeptor-Antagonist zu einem Interleukin-1-Beta-Molekül, dann haben wir es geschafft, das Verhältnis von Anfang 37,03 zu einem proentzündlichen auf 223,45 zu einem steigern zu können, also locker mal 6,3. Sodass man hier erkennen kann, dass also auch über die intravenöse Sauerstofftherapie hier ein sehr schöner antientzündlicher Effekt zu erzielen ist. Und wir setzen diese Sache zusammen mit der autologen zytokinreichen Serumtherapie dann ein, um zum Beispiel in Gelenke zu spritzen. Parallel zu dieser
Entzündungssteigerung findet natürlich bereits auch ein Prozess statt, der eigentlich dazu führt, dass die Entzündung auch irgendwann mal wieder aufhören muss. Und da wird dann die zytosolische Phospholipase A2 ins Spiel gebracht und die aktiviert die Cyclooxygenase 2-Produktion und die wird wiederum über NF-kappa-B, wie wir vorhin schon gehört haben, eingeleitet. Und dann wird diese Arachidonsäure aus den Zellmembranen, also aus den Phospholipiden, die diese Zellmembranen bilden, freigesetzt. Dann wird dieses 15-Hete transformiert, was wir hier sehen. Und dann wird über Hydrolyse am Ende dann das schützende Lipoxin A4 produziert. Diese Membranen bestehen nun aus essentiellen Fettsäuren und Lecithinen, sodass man also Lecithine gleich Phospholipide hat. Und die müssen ja dazu beitragen, dass man eine Lipid-Doppelmembran hat, die auf der einen Seite eben hydro und auf der anderen lipophil ist. Wenn diese Zusammensetzung nicht stimmt, dann bedingt das eine vermehrte Bildung proentzündlicher Botenstoffe. Und insofern gehören also Lecithine auch mit in die Sache hinein, was heute jetzt nicht das Thema ist. Aber ich untersuche auch solche Produkte und auf Verträglichkeit bei den Patienten und wähle dann natürlich das mit der niedrigsten Leukotrienfreisetzung und der besten TNF-Alpha-Hemmung aus, um damit sozusagen die Unterstützung des Membranaufbaus und der Myelinscheiden, also der Nervenleitgeschwindigkeit, zu verbessern. Die häufigsten in der Zellmembran auftretenden Phospholipide sind eben das sogenannte Phosphatidylcholin, was es ja teilweise auch als Infusion gibt, dass man immer in Zucker infundieren muss, weil es sonst in zum Beispiel in Natriumchloridlösung ausfallen würde. Und ist eben speziell für die Zellmembran. Untergruppen, die der Körper sich eigentlich selber bauen muss, also Phosphatidylethanolamin oder Serin oder Inositol oder Sphingomyelin, sind eben für weitere spezielle Gewebetypen von Bedeutung. Und unter anderem eben auch für die Thrombine, also die Fließeigenschaften des Blutes, auch des Blutflusses des Herzens, auch der Funktion der Leber und letztendlich der Wanderung auch von Zellen. Genauso wie Zellen miteinander kommunizieren, wie Zellen auch irgendwann mal dem natürlichen Zelltod zugeführt werden oder wie Blut gestillt wird. Wir haben Vorstufen von sekundären Botenstoffen, also Botenstoffen, die in den Zellen ihre Aufgaben erfüllen müssen. Und wir haben eben die Zell- und Plasmamembranen, die Cholesterinbildung und auch die Myelinscheiden. Und insofern gucke ich auch immer gerne mal nach der Nervonsäure, die ja auch noch ein weiterer Bestandteil für den Aufbau der Myelinscheiden zusammen mit Vitamin B1 und der Aminosäure Methionin ist. Phospholipasen sind eben wie oben in der vorvorherigen Folie ja auch schon beschrieben, eben dafür da, dass aus den Zellmembranen dann die Bausteine gelöst werden, die wir für die Bildung der oder für die Aktivierung der Arachidonkaskade benötigen. Gucken wir uns an, was machen Omega-3-Fettsäuren generell? Wir haben also Alpha-Linolensäure, quasi das Leinöl, oder kommt natürlich auch im Rapsöl relativ viel von drin vor. Daraus wird nur bedingt EPA gebildet, daraus dann letztendlich DHA. Und wenn dann die 15-Lipoxygenase 1 ins Spiel kommt, auch das Neuroprotektin D1. Sodass wir über die Wirkung, die wir hier rechts uns anschauen können, positive Effekte sehen auf Demenzen und auf Amyloidbildung und auf Tauproteinbildung im Hinblick auf die Reduktion der proinflammatorischen Botenstoffe und auch auf die Steigerung der Antizelltodproteine und Senkung der den Zelltod vermehrenden Proteine, sodass am Ende mehr Nerven übrig bleiben, also Nervenschutz, und dass die Entzündung sozusagen gesenkt wird und damit also die Zellalterung, entzündungsbedingte Zellalterung abgebremst wird. Und damit wird natürlich der Verlust der Denkfähigkeit reduziert und es hat einen gewissen Schutz vor Neurodegeneration, also auch vor Alzheimer. Wenn man dann das Aspirin, die Acetylsalicylsäure, einsetzt, dann führt das zu einer irreversiblen Hemmung der Thrombozytenaggregation im Gegensatz zum Beispiel zum Einsatz von
Antioxidantien, die ja auch dazu beitragen, dass die Thrombozyten ihre Andockmoleküle, die sogenannten Podozyten, nicht aufstellen und wie Kletten miteinander verhaken, sondern schön wieder einziehen und flutschig werden. Und das macht natürlich Sinn, auf dieser Schiene besonders großzügig zu ergänzen, wenn man auf eine irreversible Hemmung verzichten möchte. Wenn man aber das niedrig dosierte ASS einsetzt und das in Kauf nimmt, dann hat man natürlich auch Einfluss darauf, dass in sogenannten Thrombozytenaggregationstesten, wo man ja normalerweise sowas wie Clopidogrel oder auch Aspirin einsetzt, setzt man Arachidonsäure als ein thrombozytenaggregationsfördernde Substanz neben zum Beispiel Kollagen, wie also eine Gewebeverletzung, was wir ja bei der Kirchhoffschen Trisas auch haben, ein, sodass also sowohl das Kollagen als auch die Blutzusammensetzung mit besonders viel Arachidon hier proentzündlich wirken können. Das hat also auch ernährungsphysiologische Bedeutung. Entscheidend ist aber hier nicht nur der Absolutwert, sondern vor allen Dingen das Verhältnis zum EPA. Ein günstiger Quotient, also Arachidonsäure geteilt durch EPA bei 1 bis 1,5, wäre man sozusagen auf Eskimo-Niveau. Manchmal ist es so, dass man in diesem Thrombozytenaggregationstest feststellt, dass Aspirin gar nicht mehr wirkt. Und da gibt es eine Studie, die also zeigt, dass man die Resistenz wieder aufheben kann, wenn man eben die Fischöle oder auch Algenöle letztendlich dazu gibt und dann das Ganze wieder überwinden kann. Hier unten ist die Studie. Effects of low dose aspirin and fish oil on platelet function on NF-kappa-B in adults with diabetes mellitus. Nun die Frage, wie entsteht Arterienverkalkung? Es ist natürlich ein Denkmodell. Es gibt mehrere Hinweise dazu. Wir haben also auf der einen Seite hier das Blutgefäß. Wir haben hier die Blutgefäßwand. Wir haben hier ein Adhäsionsmolekül, Vascular Cell Adhesion Protein. Und wir haben das Monocyte Chemotactic Protein 1, was also dazu führt, dass die Monozyten angelockt werden und hier die Wand durchdringen wollen, um ins Gewebe einzudringen. Also sozusagen in die Muskelschicht oder hinter der Intima des Blutgefäßes. Und wenn dann dort Arachidonsäure ist und wir haben die 5-Lipoxygenase 1, dann können wir natürlich letztendlich Leukotriene produzieren und darüber, wenn die anderen Enzyme da sind, auch das Lipoxin A4. Und wenn wir über genügend Omega-3-Fettsäuren verfügen, die also mindestens EPA und DHA heißen müssen, weil aus Alpha-Linolensäure geht das nicht, schaffen wir auch die anderen Resolvine, die wiederum in ihrer Wirkung bewirken, dass die Fresszellen, die Makrophagen, auch wirklich ihren Job machen und den Zellmüll abräumen und damit die Produktion weiterer proinflammatorischer Botenstoffe reduzieren und damit das sogenannte Ödem und die Entzündung und das Aufwellen dieser atherosklerotischen Plaque, von der man immer spricht, wo dann diese Intima einriss und das schlägt dann die Blutbahn hinein. Wir haben den Gefäßverschluss, wir haben die Verringerung der Fließeigenschaft, wir haben eine kleine Thrombose, dass man das sozusagen über diesen Prozess so verhindern kann. Das wird dann hier auch ähnlich beschrieben, wie ich es erzählt habe. Und so vermutet man, dass eben die Lähmung mehrerer Pro-Resolution-Funktionen eben auf dem Mangel von den Ausgangssubstanzen beruhen und eben möglicherweise dann der durch die Makrophagen zu produzierenden Enzyme. Wenn man nun guckt, was diese Immunzellen des angeborenen Immunsystems machen, haben wir hier eine Untersuchung mit Makrophagen. Und dazu gibt es ein Chemokin, was im Grunde genommen diese Makrophagen anlockt und sozusagen aktiviert. Und das Ganze hat man mit Mäusen gemacht. Und man sieht eben in Relation zu dieser Enzymgabe, wie sich sozusagen das Ablesen der Erbinformation für CCL5 gestaltet.
hier gemessen. Und dann schaut man in B, wie hoch ist also jetzt sozusagen die Sekretion nach der Stimulation und wie kann ich das Ganze reduzieren, wenn ich in der Lage bin, 50 Nanomol Lipoxin A4 zu produzieren. Wir sehen also eine deutliche Senkung. In dem Part C hier sind eine Reihe von Chemokinen und Zytokinen aufgeführt und wir haben hier wiederum eine Lipoxin A4 Behandlung und sehen eine deutliche Reduktion von 10 pro entzündlichen Botenstoffen. Wenn wir uns D und E angucken, sehen wir hier wiederum die Marker, die bestimmt wurden und sehen, wenn wir das mit Lipopolysacchariden aktivieren und über ein Zeitfenster von 4 Stunden, was also bei Verletzung unserer Außenhaut oder eben bei einem Leaky Gut-Syndrom ja passiert, dann ist die Frage, wie weit lässt sich das verhindern, dieser Anstieg der Botenstoffe aus den Makrophagen, wenn wir es inkubieren mit Protektin D1 hier oder mit Resolvin D1 dort. Und wir sehen, dass wir also deutliche Verminderungen haben. Nicht gehemmt wird mit Interleukin 5 offensichtlich. Hier durch das Resolvin D4 auch nicht das Makrophagen Wandlungsprotein. Und wir sehen hier eine Umwandlung, das also ansteigt, Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist, worüber wir also auch die Entzündungshemmung hinbekommen. Hier unten in F wird wiederum mit Lipoxin, mit Protektin 1 und Resolvin D1 in 100 Nanomol, also doppelte Dosis, gearbeitet. Und man guckt, wie stark letztendlich die Fresseigenschaft der Makrophagen gegenüber abgestorbenen Thymozyten ist. Und das, was man hier grün sieht, ist sozusagen der Anstieg der Phagozytenaktivität. Und in dem Fall sieht man, dass die einzelnen Protektine also unterschiedliche Potenz haben, das auch wirklich zu erzielen und dass natürlich der Synergismus dieser Botenstoffe hier dazu beiträgt, dass man möglichst schnell wieder in die Homöostase kommt und gesund wird. Wichtig sind auch die freien Fettsäuren. Die haben also eine Signalmolekülaufgabe von extrazellulärer Seite auf intrazelluläre Ereignisse. Und die werden über G-Protein gekoppelte Rezeptoren, in diesem Fall diesen 120, GPR120, da ist er, gesteuert. Sodass wir also hier extrazellulär durch tägliche Einnahmen von EPA und DHA erreichen können, dass wir einen guten Spiegel im Blut haben. Wir haben hier als Ereignis einen proentzündlichen Stimulus, der dann über die Zellmembran ins Zellinnere gelangt und dann hier dazu führt, dass Botenstoffe freigesetzt werden über NF-kappa-B, dass Cyclooxygenase 2 und auch die induzierbare NO-Synthase und auch die Makrophagen- oder Metalloproteinasen aktiviert werden. Also Entzündung kommt in Gang. Und wenn wir es schaffen, auch in der Membran unsere entsprechenden Phospholipide und auch EPA und DHA zu haben, dann erreichen wir auch eine Freisetzung von freien Fettsäuren im Inneren der Zelle und können darüber hemmende Effekte hier auf den Entzündungsprozess ausüben, der sich letztendlich auch bei Fett, Leber, Muskelgewebe und Vorbeugung von Fettleibigkeit und Diabetes auszeichnet und letztendlich einen Schutz hat im Gegenüber der Insulinresistenz und auch der Bauchspeicheldrüseninselzellfunktion. Gucken wir uns mal das Thema der Cyclooxygenase an. Wir haben ja Cyclooxygenase 1 und 2. Die Cyclooxygenase 1, kurz COX-1 genannt oder auch Prostaglandinsynthase 1 genannt, ist ein Enzym, das aus der Arachidonsäure dann das Eicosanoid Prostaglandin H2 oxidiert, aus dem dann Prostaglandin I2, also unser Prostacyclin, Prostaglandin E2, was den Magenschutz macht, aber auch Entzündung macht und weswegen wir dann in der Regel ja zu nichtsteroidalen Antirheumatika greifen. Wir haben Prostaglandin D2, was also durchaus auch die Schlafqualität Melatonin ähnlich verstärken kann. Wir haben F2 und Thromboxan, was also pro-thrombozytenaggregatorisch wirkt, aber durch die
Wirkung des Prostacyclin überdeckt wird und im Grunde genommen also die Thrombozytenaggregationsfähigkeit eher in Richtung Fließeigenschaft verbessert. Cyclooxygenase 1 ist damit also unverzichtbar für die Herstellung von Prostaglandin E2, also hier Magensäure. Produktion wird darüber reguliert, aber auch der Magenschutz wird darüber reguliert. Und es ist überall im Körper vorhanden und steuert Entzündungsreaktionen und produziert eben auch Thromboxan A2 in den Blutplättchen, um, wenn wir eine Verletzung haben, Thrombozyten also sozusagen aktiviert werden, dann auch deren Aggregation geschieht, die Blutgerinnung eingeleitet wird und wir auch eine Vasokonstriktion bekommen, die letztendlich auch über Serotonin, was übrigens auch in den Thrombozyten drin ist, mit ausgelöst wird. Im Gegensatz zu dem Cyclooxygenase 2, wofür wir ja dann eigentlich die NSAR einnehmen, kommt COX-1 in allen Geweben vor. Und wenn wir das hemmen, dann ist auch der ganze Körper von diesem Präparat und dessen Wirkung betroffen. Beide Cyclooxygenasen gehören zur großen Familie der induzierbaren Oxygenasen, und zwar durch ein Pathogen induzierbaren Oxygenasen. Das heißt, solange wir kein Pathogen haben, verhalten die sich ruhig. Und insofern ist Cyclooxygenase 2 ohne einen Stimulus auch nicht zu finden. Und wenn wir uns jetzt also verletzen oder Sport machen, nächsten Tag Muskelkater haben, kleinste Verletzungen haben, dann werden diese Dinge freigesetzt. Es kommt auch zur Sprossung von Zellen durch Zytokine und Mitogene. Es wächst in irgendeiner Form und es geht uns vielleicht nicht so ganz gut. Wenn wir diesen Prozess, der ja am Anfang einer Heilung steht, wie wir vorhin gelernt haben, dann durch ein nicht-steroidales Antirheumatikum unterdrücken, unterdrücken wir möglicherweise auch eine Resolution. Wir haben nur das Symptom unterdrückt. Und Aspirin kann auch niedrig dosiert Cyclooxygenase 1 in Lymphozyten blockieren, ohne beispielsweise den Magen zu schädigen, hat also damit also im Zweifel auch einen gewissen Schutz bei lymphozytären Dickdarmentzündungen oder auch langfristig eingenommen Schutz vor Darmkrebs, wobei wir natürlich primär präventiv dafür überhaupt keine Indikation haben. Und ist aber auch die Möglichkeit, dass sich eine acetylierte Resolvinform bilden kann, was ohne niedrig dosiertes Aspirin nicht geht, also auf dieser Seite einen zusätzlichen antientzündlichen Pro-Resolving-Effekt ausüben kann. Guckt man sich also die Cyclooxygenase 1 und 2 an, so sind beide Trigger oder Betreiber der Arachidonkaskade und die klassischen Medikamente, die eingesetzt werden, sind eben Cyclooxygenase 1 isoliert oder und 2 Hämmer oder nur 2 Hämmer wie Celecoxib oder Etoricoxib und sind mit Vorsicht zu bedienen. Die Arachidonkaskade hier mal ganz kurz und klein dargestellt. Da sehen wir, wir haben wieder unsere Membranphospholipide, wie vorhin schon dargestellt. Wir brauchen unsere Phospholipase A2, also auch zytosolisch. Die setzt dann die Arachidonsäure frei. Dann haben wir die Aktivierung unserer Cyclooxygenasen und im Nachgang bilden sich die Prostaglandine. Interessant ist hier, dass Prostacyclin für die Gefäßerweiterung und auch eine gewisse Gefäßabdichtung und es werden Andockmoleküle reduziert, also die Fließeigenschaften des Blutes werden verbessert, das Auswandern von Entzündungszellen wird reduziert. Prostaglandin E2 ist dann eher proentzündlich, auch ähnlich wie Prostacyclin, auch vielleicht sogar fieberbildend und schmerzauslösend, macht grippale, grippeähnliche Symptome, Gliederschmerzen. PGD2 kann zu Müdigkeit führen, Melatonin ähnlich. Und kann zu 15-DPGJ2 gebildet werden. Ganz interessanter Faktor, weil man hat herausgefunden, dass es also mit dem PPAR-Gamma-Rezeptor, den wir ja vorhin bei den freien Fettsäuren gesehen haben, in Verbindung steht für antientzündliche Reaktionen
Und ein besonderer Signalweg ist auch die Bildung von NRF2. Und wenn wir Mitochondrienmessungen machen, können wir zum Beispiel im Mitostress-1-Profil sehen, dass dort auch NRF2 gebildet wird, im Verhältnis zur Ruder-Nase oder Ruder-Nase auch genannt, und kann dann erkennen, wie viel oxidativer Stress wohl die Mitochondrien, wie viel die immer haben und wie stark sie eben auch bemüht sind, damit umzugehen, also über NRF2 das Signal zu setzen, dass sich antioxidative Enzymsysteme aktivieren. Und wenn die Bausteine dafür da sind, dann funktioniert das auch. Und wir kommen auch darüber dann zu einer gewissen Ausheilung. Erklärt also, dass die intravenöse Sauerstofftherapie, die diesen Weg stimuliert, also auch in diese Richtung, eine Wirkung haben darf. Und auf der anderen Seite eben auch, wie wichtig es ist, dass man die Arachidonkaskade nicht blockiert, weil man ansonsten das PGE2, was also an vier Rezeptoren ansetzen kann, an den Rezeptoren E2 und E4, die für die Entzündungsausheilung von Bedeutung sind, eben nicht andocken lässt, weil nicht vorhanden. So, hier ist es ein bisschen anders dargestellt und nur noch mal für die Wege, wie bestimmte Enzymsysteme daran beteiligt sind, dass auch bei dem ganzen Weg oxidativer Stress durchaus entsteht, dass es auch noch andere Prostaglandine gibt und dass das also auch ein gewisses Wechselspiel hat und dass die Sachen eben erlaubt werden müssen. Eine Eigenmessung, also hier bin ich der Proband. Ich habe seinerzeit 100 Milligramm ASS am Tag genommen und hatte 20 Milliliter Omega-3 total genommen. Das sind etwa 2300 Milligramm EPA und 1000 Milligramm DHA und hatte damit den gewünschten Ausgangs-Omega-3-Index von 8,4 im Blut. Und wir wissen ja, ASS 100 stimuliert unabhängig von der intravenösen Sauerstofftherapie tatsächlich auch Zyklooxygenase 2. Und ich habe dann 20 intravenöse Sauerstofftherapie-Anwendungen mir gegönnt. Also 4 Wochen, wenn ich die Wochenenden freigemacht hätte, ich habe natürlich durchgemacht, war ich dran. Und der PGE2-Wert, der hier durchaus auch proentzündlich wirkt, war am Anfang bei 0,41 und dann habe ich 2 Stunden nach der 20. Oxygenierung mir Blut abgenommen, nach der 6, 6 Stunden danach, 12 Stunden danach, 18 Stunden danach, also auch nochmal. Und man sieht, wie die Oxygenierung auch mit einer gewissen anhaltenden Wirkung dazu beiträgt, dass das proentzündliche PGE2 sich auch wieder beruhigt und dass in diesem Zusammenhang es dann auch nicht mehr nötig ist, trotz aktivierter Zyklooxygenase 2 und dass die Antientzündlichkeit tatsächlich auch eintritt. Dass ich Ihnen hier keinen Humbug erzähle, also es muss ja irgendwie auch nachgewiesen werden, dass diese 15-Lipoxygenase 1 aus den eosinophilen Granulozyten, die sich im Rahmen dieser Pseudoparasitentherapie, könnte man intravenöse Sauerstofftherapie ja auch nennen, vermehren. Haben wir mal seinerzeit untersuchen lassen und wurde auch hier publiziert. Beteiligt waren Scheidittis, Dr. Kreuzer, Herr Gerd, Herr Jannert, Herr Kuhn, also ein Team. Und dann wurden die Zellen eingeschickt. Es gab also 6 Patienten, Proof of Concept, mehr ist es nicht, was es hergibt. Und wir haben eben tatsächlich erkannt, dass diese Enzyme tatsächlich auch vermehrt exprimiert werden. Und zwar die Zeit nach der ersten Sauerstoffanwendung in Wochen. Und man erkennt, dass es also einen Peak zweite Woche gibt, dann fällt es langsam ab. Dann gibt es einen Bereich, der möglicherweise in den Anfangs- oder unter den Ausgangsbereich fällt, um sich dann wieder etwas besser darzustellen. Also es gibt natürlich intraindividuelle Abweichungen, aber tendenziell gehen alle in die gleiche Richtung. Und ich finde, das ist etwas, was das Proof of Concept ziemlich gut beschreibt. Wenn wir uns dann die IoT mit den essentiellen Fettsäuren nochmal in Bezug auf verschiedene Resorbine anschauen, dann gibt es eben Studien, die sich mit der rheumatoiden Arthritis beschäftigen, welche, die sich eben auch mit in kleineren Mengen bereits auf Entzündungsprozesse auswirken. Dann über das D2, dann hat das D2 die Fähigkeit, die Endothelzellen zu veranlassen, Stickmonoxid zu produzieren. Wir kriegen also eine Gefäßerweiterung. Dadurch heften sich auch die Leukozyten nicht mehr so gut an. Die Einwanderung in das
von dem blutgefäßversorgten Gewebe unterbleibt, sodass also das entzündete Gewebe zur Abheilung kommen kann. Und wir haben nochmal hier einen Hinweis auf die Vorbeugung von Arthritis. Und im Gegensatz zu anderen entzündungshemmenden Wirkstoffen, wie also zum Beispiel den NSAID, haben wir hier eine modulierende, also keine unterdrückende Wirkung. Kommt jetzt sozusagen ein Stimulus von außen dazu, der lauter, stärker, größer ist als das vorhandene Resorbin D2. Dann kommt es natürlich wieder zur Entzündung. Das bleibt also nicht aus. Der Körper kann immunologisch darauf reagieren. Aber er ist eben bestens darauf vorbereitet, dass er nach einem kurzen entzündlichen Feuer im Grunde am Ende es auch schafft, in die Homöostase zu kommen. So sehen wir also hier nochmal, wir haben ein Problem, also irgendeine Verletzung unserer Körperhülle von innen oder von außen. Es kommt dazu, dass irgendwelche Mikrobiota in uns oder Mikroben in uns eindringen, dass darüber natürlich auch Signale gesendet werden, die chemoattractant sind. Es werden von der Blutbahn eben auch Antworten gebildet. Entweder ist ein Thrombus da oder es muss was verschlossen werden. Es muss eine Entzündlichkeit stattfinden. Die Entzündungszellen wandern ein. Wir haben hier rot oder grün, zunächst mal proentzündlich, später hoffentlich dann antientzündlich. Wichtig ist, dass wir hier die Omega-3-Fettsäuren haben, die mehrfach ungesättigten, dass wir diese Pro-Resolving-Mediatoren schon bilden können oder auch haben, um dann möglichst schnell auch die Resorbine, Protektine und Marisine auch bilden zu können. Und insofern haben wir dann eben auch wieder die Apoptose, haben wir die Fresszellen, die das dann aufräumen und das dann am Ende Ruhe im Karton kommt und dass also auch die T-Zellen und B-Zellen zu einer guten, angepassten Immunität kommen und solche Dinge wie Organfibrose oder Vernarbungen nach Möglichkeit unterbleiben und in diesem Fall eben das, wo die Wundheilung letztendlich auch eintritt und hier unten im Detail das Ganze nochmal beschrieben. Jetzt geht es wieder ein bisschen um Versuche. Und zwar gibt es hier eine Studie, da haben also 12 gesunde Patienten über 6 Wochen ungefähr die gleiche Menge EPA und DHA eingenommen, nämlich 1,9 Gramm EPA und 1,5 DHA. Aber unser Proband, und das bin in dem Fall wieder ich, der nimmt das natürlich schon seit langem, also seit Jahren ein, sodass, wenn man das über ein relativ langes Zeitfenster macht, auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Nämlich in dieser Studie lagen die Ausgangswerte für dieses 17-18-Diäte, also Sie erinnern sich an den Anfang des Vortrags, wo wir diese Werte ja schon gesehen haben, von 0,476 und nach 6 Wochen waren die ohne Oxygenierung einfach nur dadurch, dass sie besser versorgt waren, bei 2,68. Also im Grunde genommen eine, wie oft geht das da rein? Sechsfache, 5, irgendwasfache Menge. Und hier veröffentlicht. Und der Proband, also meiner einer, hatte eben diesen Omega-3-Index von 8,4, startete dann schon mit 6,37 Nanomol, also deutlich mehr als die hier geschafft haben. Und hatte dann 2 Stunden nach der 10. intravenösen Sauerstofftherapie, dann kommt noch eine Unterscheidung, eine Steigerung auf 36 Nanomol. Das heißt also, man kann hier durch eine sehr gute Versorgung mit EPA und DHA über ein langes Zeitfenster, also quasi eine Lebensentscheidung, die man da trifft, etwas Gutes für sich tun und zum anderen über eine gelegentliche intravenöse Sauerstofftherapie als Serie hier wirklich auch nochmal einen Impuls setzen, dass der Körper wirklich mal zwischendurch aufräumt und sagt, so, wir müssen hier mal einige chronische Entzündlichkeiten, die sich vielleicht doch noch irgendwo durchmogeln, beheben. Und hier ist sozusagen die Originalmessung, was dann da sonst noch an Metaboliten war. Und diesen Wert habe ich hier mal farblich markiert, sodass Sie dann sehen können, wie diese Werte bei dieser Studie waren und dagegen einfach den Wert sehen, den wir bei mir gemessen haben. Das kommt Ihnen jetzt schon ein bisschen bekannt vor, also auch nochmal eine Studie. Man sieht, wenn man also EPA oder DHA gibt, wenn man dann die entsprechenden Enzymsysteme hat aus verschiedenen Zellen, also aus eosinophilen Granulozyten oder aus Makrophagen, und wenn man einen Einfluss hat mit
die dazu führt, dass Cyclooxygenase 2 stimuliert wird, erreicht man am Ende eine Heilungsförderung, Antientzündlichkeit, antitumoröse und antimetastatische Wirkung, hier auch. Und man hat eine heilungsfördernde, antientzündliche und hier auch ebenfalls Wirkung. Und über 17 HDDH, über die Hepe, also die Dinge, die wir vorhin auch gemessen haben, sodass wir sagen können, dies hier ist schwierig zu messen, das hier kann man ziemlich gut messen. Und wir haben eben nachgewiesen, dass das, was ich Ihnen hier erzähle, über die vorgeschlagenen Maßnahmen erzielbar ist. So, was machen Pro-Resolving-Mediatoren noch? Sie können also bakterielle und virale Infektionen blander verlaufen lassen, also modulieren die Wirtsabwehr, schützen im Grunde genommen vor sogenannten Zytokinstürmen. Man kann es deswegen auch im Zusammenhang mit Corona sehen, was ja wieder gerade recht aktiv ist und viele Menschen sind erkrankt. Und wenn man Gesundheitsmagazin Visite sich anguckt auf NDR 3, Dienstag vor einer Woche, wir haben heute den 15.11.23, dann wurde dort berichtet, dass im Oktober seit Aufzeichnung wir nicht nur den wärmsten Oktober hatten, sondern komischerweise auch die höchste Rate von Erkältungs- und Lungenerkrankungen, Bronchitiden und Lungenentzündungen. Und insofern ist also dieses Thema auch jetzt nicht minder bedeutsam und zeigt eben auch, dass die Pro-Resolving-Mediatoren bei der Ausheilung von Lungenentzündung eine wichtige Bedeutung haben. Und es gibt eben auch Untersuchungen am Nabelschnurblut, sodass man also auch nachverfolgt letztendlich bis zur Einschulung, wenn die heranwachsenden Feten letztendlich dann auch von Anfang an gut versorgt sind und dann vermutlich auch in ihrer Kindheit bis zum Schulalter weiterhin durch die Essgewohnheiten dieser Familie ebenfalls gut versorgt werden, dass sich dann eben so die psychische Gesundheit, auch die psychomotorische Gesundheit letztendlich auch besser darstellt, als wenn man bei der Geburt in diesem Nabelschnurblut schlechter aufgestellt wäre. Prostaglandin E2, das hatten wir schon. Jetzt kommt noch mal eine kurze Beweisstellung sozusagen, wird also produziert an Gewebeverletzungen und fördert dennoch einen entzündungshemmenden neutrophilen Phänotyp. Dann Prostaglandin E2 und dann die Rezeptoren, die Signalwege wirken sich positiv auf Protektin D1 in den zytotoxischen T-Zellen aus, letztendlich auch bei Lungenkrebs. Und auch hier wieder entzündungshemmende Wirkung bei der Lunge und eben auch eine wirksame auch Gefäßerweiterung bei Bronchitiden, auch bei asthmatischen Patienten, auch bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung im Sinne der Pathogenese oder der Salutogenese dieser Erkrankung zu betrachten. Kommen wir zu der Paraoxonase 1 Aktivität. Die ist auf der einen Seite in der Lage, die Entzündungsreaktion von Makrophagen zu reduzieren, also die sogenannten M1-Makrophagen. Man sieht hier, da arbeitet sie. Dort hat sie auch Bedeutung am Haptich-Lieb-Cholesterin und schützt letztendlich vor diesen atherosklerotischen Prozessen und verhindert letztendlich auch diese Zytokinstürme. Dann haben wir gezeigt, dass Paraoxonase 1 in der Lage ist, in der Leber den Abbau von Giften, also toxischen Oxon-Metaboliten, Organosphosphor, Insektiziden, Parathion, das haben wir heute erfreulicherweise nicht mehr in den in Deutschland verwendeten Mitteln Diazinon und Chlorpyrifos drin und auch Phenylacetat, Thiophenylacetat und 2-Naphthylacetat wurden also deutlich besser abgebaut. Und die Studie dazu, also Proof-of-Concept-Studie, die wir hier wieder mit der intravenösen Sauerstofftherapie gemacht haben, da ist sie auch verlinkt, zeigt, dass nach nur 10 Anwendungen die Ausgangswerte der Paraoxonase-1-Aktivität, die übrigens auch demnächst bei BioVis zu stimmen sein soll, sich um 38% im Durchschnitt
hat steigern lassen, sodass wir auch darüber begründen können, dass diese Prozesse, die hier beschrieben werden, wohl durch diese Maßnahme im Sinne der Resolution beeinflusst werden. Bei den Fibrin-Clouds gibt es also auch eine Studie, hier unten ist das belegt, was diese Pro-Resolving-Mediatoren können. Sie führen letztendlich dazu, dass die mikrovaskulären Thrombosen vermindert auftreten und auch die Thrombusauflösung sich verbessert und dass ein bestimmtes Resolvin am Ende die Netose auch reduziert. Netose ist eine überschließende Antwort der neutrophilen Granulozyten, die letztendlich über die Zytokinstürme im Ende aktiviert. Und das gilt es ein bisschen zu reduzieren. Und das funktioniert eben besser, wenn diese Pro-Resolving-Mediator-Chemokine entsprechend vorhanden sind. Und wir kennen hier letztendlich, dass diese Platelet-Aggregates dann auch weniger werden und diese Danger-Moleküle letztendlich reduziert werden und dass es dann zu einer besseren Fließeigenschaft führt und diese mikrovaskulären Thrombosen über diese Prozesse entstehen, dann auch besser aufgelöst werden können. Es gibt eine Studie, die im Januar 2023 veröffentlicht wurde und da sieht man, dass je höher der Anteil von 18 Hepe ist, das wurde erreicht, indem die dortigen Patienten mit Depressionen 4 Gramm EPA am Tag bekamen, unterschiedlich viel 18 Hepe gebildet wurde, je nachdem, was die Patienten so können mit ihren Polymorphismen. Und da hat man gesehen, je mehr von diesem 18 Hepe dabei ist, umso geringer war die Depression und umso geringer war die Entzündung. Und jetzt gibt es Produkte aus England oder Amerika und es gibt auch ein deutsches Produkt. Wir haben die zwei Produkte testen lassen und auf dem einen Produkt kommt also die Zahl 200 vor. Das entspricht also 200 Mikrogramm dieser Pro-Resolving-Mediatoren. Und auf der anderen Packung mit der 500 drauf gibt es eben offiziell 500 Mikrogramm von diesen Pro-Resolving-Mediatoren. Und wenn Sie jetzt zusammenrechnen, dann sehen wir in dem mit 200 Mikrogramm, wo 1,14 Gramm, also auch Fettsäuren in einer Kapsel sind, in der anderen sind nur 1,8. Dass bei 18 Hepe also mehr als das Dreifache drin ist, bei 17 HDHA mehr als das Doppelte und bei 14 HDHA mehr als das Doppelte drin hat. Und wenn man zusammenzählt, sind 500 plus 100, 600 und nochmal 74 sind 674, also knapp unter 700 Mikrogramm PRM gegenüber. Es ist ein bisschen mehr drin, als draufsteht. Und das Entscheidende ist jetzt, dass man bei dem EPA und DHA, also die Produkte, die man kaufen kann, leider nur ein Teil synthetische EPA und DHA Anteile. Und die teilsynthetischen haben eben die Gefahr beim DHA, dass sie sehr gut an den SOL1-Rezeptor für die Blutgefäßerweiterung andocken, aber die Wirkung der Gefäßerweiterung nicht vollziehen und im Grunde genommen dann natürlich belastendes DHA möglicherweise vom Rezeptor verdrängen. Es ist also aus therapeutischen Gründen sinnvoll, so wenig teilsynthetisches DHA bei so viel wie möglich Pro-Resolving-Mediatoren in einer Kapsel zu haben, damit man auch noch genügend Platz hat, um natürlich belastendes DHA aus Algenöl dazugeben zu können. Algenöl enthält mehr DHA als Fischöl und diesen möglicherweise negativen Nebenwirkungen auf die Gefäßerweiterung zu umgehen. Die Weiterentwicklung der Teilsynthetischen zu den Pro-Resolving, also zu den Specialized Pro-Resolving Mediatoren, also sprich Resolvine, Marisine, Protektine, die ist durchaus auch bei den Teilsynthetischen gut möglich. Die Frage ist nun, wie viel Fischöl oder Algenöl, also EPA und DHA, darf ich denn am Tag geben, ohne dass ich irgendwie ein besonderes Risiko in Kauf nehme? Und da hat man eine Studie gemacht, wo man auch wieder junge, gesunde Menschen genommen hat, die man also maximal 5 Gramm am Tag gegeben hat von EPA und DHA unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit. Und wenn man das jetzt mal auf die beiden Produkte umrechnet, könnte man also mit dem Produkt aus deutscher Produktion rein theoretisch, wenn man bis auf 4 Gramm geht, weiß man, dass in zwei Kapseln 1 Gramm sind und in zwei Kapseln sind aber schon 1000 Mikrogramm offiziell und wir wissen inoffiziell mehr von den Pro-Resolving-Mediatoren
Und kann es also rein theoretisch, zum Beispiel bei Rheuma, ist es manchmal so, dass Patienten durchaus sagen, wenn ich zwei hiervon nehme, habe ich einen vergleichbaren schmerzlindernden Effekt wie von der Ibuprofen 400. Möglicherweise auch ein bisschen mehr nehmen und gleichzeitig noch ein bisschen auch Algenöl dazu nehmen, ohne dass ich hier in den pathologischen Bereich komme. Und würde ich es nur mit diesen Produkt machen, könnte man 8 Kapseln am Tag nehmen, wäre natürlich mit dem Produkt mit der niedrigeren Dosis an PRM schneller an seine Grenzen gekommen. Der Ehrenvorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Oxygenierungstherapie, Dr. Kreutzer, ist nun auch schon in vorgeschrittenem Alter und macht dennoch immer noch Eigenversuche, hat also auch schon mal mit dem Lipidomix, wo wir Untersuchungen haben machen lassen, gearbeitet. Und zu der Zeit, wo er das machte, kam er nur auf ein anderes amerikanisches Produkt, SBM Active, und hat davon 2 mal 4 Kapseln am Tag genommen und hat dann in seinen weißen Blutkörperchen, also nicht im Plasma, eine Untersuchung durchführen lassen. Und also die Rückmeldung der Mitarbeiter dieses Labors war, dass es erstmals bei einem Menschen tatsächlich gelungen sei, 5 verschiedene Pro-Resolving-Mediatoren, also Protektin D1, Resolvin D1, Marasin, Lipoxin und Resolvin, in der biologisch aktiven Konzentration zu finden. Und gleichzeitig waren 17 HDA und 18 HEPE circa 16-fach gegenüber den Ausgangswerten erhöht. Also auch hier der Nachweis, das Zeug kommt im Blut an und wird auch in die Immunzellen aufgenommen. Und ohne Fischöl wäre diese Konzentration natürlich deutlich geringer und dieses Resorbin E3 konnte leider nicht nachgewiesen werden, war aber seinerzeit auch kein interner Standard dafür da war. Das Ganze ist jetzt grafisch, also Ausgangswert, dann nur Fischöl und dann Fischöl und ein solches Produkt, in dem die Pro-Resolving-Mediatoren drin sind. Eine weitere Messung bei Libidomix aus meiner Praxis zeigt, dass wir 3 Probanden hatten. DW, das bin wieder ich. Ich bin hier der Einzige, der mit intravenöser Sauerstofftherapie gearbeitet hat und das Produkt über 3 Wochen eingenommen hat. Proband BK hat das Produkt gerade mal 5 Tage eingenommen und Proband SA hat über 2 Monate das Produkt mit zweimal einer Kapsel am Tag eingenommen. Also die Einnahme pro Tag im Grunde genommen, also bei allen gleich. Bei mir war noch ASS 100 wieder mit im Spiel. Guckt man sich an, was ist mit 18 Hepe los, dann sieht man, je nachdem, ob man im Buffy-Code misst, auf EDTA-Basis oder auf Heparin-Basis oder ob man das Vollblut mit Heparin misst, dass man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Man erkennt aber, dass wenn man SABKDW nimmt, dass also ohne IUT manche Werte also tatsächlich auch höher sind. Und je nachdem, was der Patient also braucht, also der Körper ist ja da schlauer als die Eingabe einer Substanz, dann auch unterschiedliche Produkte produziert und bei ND heißt nicht durchgeführt, sondern es konnte nicht gemessen werden. Wir sehen aber auch hier, dass wir bei der Mitoxvinierung dann in dieser Vollblutgeschichte dann bei der Probandin, die nur 5 Tage was genommen hat, sogar höhere Werte hat als bei mir im Vollblut und das über die Zeit, wo also jetzt keine IUT dabei ist, die lange Zeiteinnahme gar nicht so groß wie hier die 5 Tage. Vielleicht wird es auch einfach vermehrt verbraucht. Und wir sehen aber dann auch hier, wie sich die anderen Werte verhalten. Wichtige Frage ist aber, werden denn auch aus diesen Pro-Resolving-Mediatoren die Resolvine wirklich gebaut? Und wir sehen tatsächlich auch hier, ja, die Resolvine werden gebaut. Tatsächlich bei mir jetzt, ich sage mal im Rahmen der Messungenauigkeit mit der IUT und ASS, ein bisschen mehr als bei den anderen. Aber die anderen bilden auch keine schlechten Werte. Und auch hier, das, was man schluckt, kommt also durchaus an. Und wir sehen auch hier, dass Resolvin D5 konnte gebildet werden. Und hier ist tatsächlich mal mit der Oxygenierung und dem ASS zusammen der Wert am höchsten. Also auch hier auch nur Proof of Concept, wenn man die Produkte nimmt und IUT ist nicht zwingend notwendig dabei zu haben, kann man diese positiven Effekte für die
Ausheilung chronischer Entzündungen für sich einfordern. Und seitdem oder erwarten, dass da was passiert. Und hier sieht man jetzt 17. Oktober genehmigt, 18. Oktober diesen Jahres wirklich publiziert. Erstmalig, dass also 10 gesunde Menschen mit vergleichbaren Produkten, also spezialisierte Pro auflösende Mediatoren, also Maschinenübersetzung, SPM, wurden also aus Omega-3-PUFAs hergestellt und eben auch verabreicht. Also sie waren sozusagen in solchen Kapseln schon mit drin. Und wir stellten bei 10 gesunden Probanden einen zeitlichen Anstieg dieser Pro-Resolving-Mediatoren im Plasma und Serum nach 6 Gramm orale Ergänzung, also noch oberhalb dieser Werte, die eigentlich die europäische Sicherheitsrichtlinie angibt. Mit einer SPM angereicherten Emulsion, also so eine Kapsel, wo wirklich auch die Sachen mit drin waren, durch und haben dann tatsächlich mit der Chromatographie und der ja, MS, also da geht es um Lichtanwendung, Lichtprofil, diese Lipidprofile zeigen können und hat eben deutlich noch mehr bessere und höhere Werte festgestellt, als wir in unseren eigenen Werten hier haben zeigen können. So, ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der weiteren Auseinandersetzung mit diesen wertvollen Substanzen. Ihr Dr. Wiechert.